Yep. Hallihallö und herzlich willkommen zurück zur Trollreport Live-Bericht Erstinspektion von A Plague Tale Innocence. Wir haben beim letzten Mal mit ansehen müssen, wie unsere gesamte Familie dahin gerafft wurde, während eines Angriffs von der Inquisition, von der wir immer noch nicht so hundertprozentig wissen, was da eigentlich der Hintergrund war. Nur, dass sie offensichtlich großes Interesse daran hatten, unseren kleinen Bruder Hugo hier in ihre Fittiche zu bekommen. Oder vielleicht auch gleich umzubringen, das wissen wir noch nicht. Ja, sie sind geflüchtet mit der Hilfe unserer Mutter, dann hier in einem sehr, sehr unfreundlichen Dörfle gelandet, wo sie uns gleich wieder den Chaos machen wollten. Vor allen Dingen der Verrückte mit dem großen Knüppel. Und diese alte Dame hier war so freundlich, uns aufzunehmen, hat uns fesche neue Kleidung, unsere Reisekleidung überlassen. Und hat uns jetzt auch angeboten, dass wir unser Reisewerkzeug und Überlebenswerkzeug, genauer gesagt unsere Schleuder, eventuell bei ihr ein bisschen aufpolieren können. Unter anderem mit Hilfe dieser Werkbank hier. Ich schätze mal, das ist die Werkbank. So nett, wie die beleuchtet ist. Right, got the tools. I just need the leather. Okay, dann. Die alte Dame hat uns ja angeboten. Gott, ist dieses Spiel immer noch beautiful. Hier soll irgendwo im Innenhof Leder sein. Ha! Leather. Right. Let's get to work. Let's get to work indeed, Amicia. Eine kleine Sache, die mir beim Sichten des Materials aus Folge 1 aufgefallen ist. Es kann sein, dass es mitunter ein klein wenig ruckelt. Das ist tatsächlich nicht der Fehler des Spiels, sondern Resultat meines Geizes. Ich habe hier in meinem Aufnahmerechner inzwischen auch eine halbwegs vernünftige Grafikkarte, eine GTX 1070. Aber die CPU ist nicht die allerstärkste und darüber hinaus ist es halt auch so, dass ich das Spiel hier momentan auf Ultra-Details spiele, einfach weil es so hübsch ist. Das kriegt das Spiel problemfrei hin, obwohl ich tatsächlich nur eine AMD Ryzen 1.3er CPU beispielsweise hier drin habe. Eine GTX 1070 ist jetzt nicht die allerschwächste, aber ne, Sie verstehen schon. Also man kann das Spiel mit vergleichsweise überschaubaren Mitteln sehr, sehr hübsch bekommen. Es ist jetzt parallel dazu allerdings auch so, dass auf demselben Rechner, wo gespielt wird, wird auch die Aufnahme gemacht und zwar wiederum mit Unterstützung der Grafikkarte. Das heißt, die hat Doppellast zu tragen. Deshalb kann es mitunter passieren, dass es mal ein bisschen ruckelt und schuckelt. Das hat man allerdings im Normalfall nicht, das habe ich auch schon verifiziert. Also gerade im Intro hat man da so ein bisschen Leckerei. Aber das geht schon. Come on, keep calm and concentrate. So, ruhig bleiben und konzentrieren. Wir müssen A drücken, um unsere Schleuder zu reparieren. Okay, Strings. Halte A, um deine Schleuder zu reparieren. Gegner am Kopf treffen, tötet sie auf der Stelle. Während sie ihre Schleuder repariert, nutzt Amicia die Gelegenheit, um einige der Materialien auszutauschen. Dies verbessert die Geschwindigkeit ihrer Projektile und sorgt dafür, dass Kopfschüsse tödlich werden. Okay. That's much better. With the right materials, I could improve it even more. Wow. Okay. Überraschend ausführliches Crafting. Okay, wir können unsere Taschen verbessern. Wir können unsere Munitionstasche aufmöbeln und schöne Schuhe basteln, damit wir leiser laufen. Okay. Und die Pouch. Reduziert die Zeit, die benötigt wird, um die volle Genauigkeit eines Schusses zu erreichen. Okay. Ja, können wir jetzt aktuell noch nicht machen. Wir haben nicht die Materialien. Right. I must go and thank Clovey. Genau, dann bedanken wir uns mal bei Clovey. So? It's a lot better. Thank you, Clovey. Thanks for everything. So that's where you lost them. Yeah. Shh. They won't survive long around here, if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout. Children,
That's enough noise. I want to see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see Mummy. Mummy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or Daddy. Amicia. You're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no. Hugo, wait. Don't go out. You're mad. Der erste Reflex wäre jetzt natürlich, dem guten Hugo gleich wieder 5 Sympathiepunkte abzuziehen. Andererseits, er ist halt ein kleines Kind so. Und parallel dazu ist Amicia nicht unbedingt eine erfahrene Kinderbetreuerin, weil sie selbst de facto noch ein Kind ist. Hugo, come back! Oh. Hugo, please! I'm sorry! Wait! My God! Oh, Lord! Hugo! I shouldn't have shouted! Please listen to me! No! Leave me alone! I'm sorry! Unser erster Kill. Einerseits gut, dass wir die Schleuder upgegradet haben, auf der anderen Seite. Eieieiei. Und wir nähern uns der Kirche. Stop squirming. We're just waiting for your sister. Oh my God. You... Amicia! Amicia! Don't hurt him. He's just a child. You're not gonna put me in the... I'm gonna start with you. Why'd you have no, to come please. Here? No, please. Why? Don't make me... Is that how you're trying to kill me? There has to be a way to... Okay, Rüstung schießen bringt nichts, aber zum Glück können wir dodgen. Bit rusty. Assi, hab ich getreten. There's no escape. Sooner or later. Ich bin gerade unsicher, was ich tun kann. Jesus! Fuck! Ja, das ist korrekt. Amicia ist gestorben. Ah! Wir haben alte Dark Souls-Reflexe eingekickt. Ich wollte in seinen Schlag rein dodgen. Hat er keine Iframes. Amicia ist vielleicht zu jung für Iframes. Komm, hau mal einen raus jetzt. Idiot! There's no escape! Sooner or later! Okay, Rüstung bringt wirklich nichts. Hoppala. Und. I know what you like. Fine. I can use that to my advantage. Hoppala. Come on, Conrad. Show what you do best. I'm not scared of dying, you know.
You took away from me the only thing I had! Don't, you're going to have to do better than that! Enough! Let's get this over with! Back! Yes! Take me to my son! Do it! Finish me! Kill me! No! Please! Amicia, you killed him. Das war's mit Conrad. Und Kapitel 2. Auf in Kapitel 3. Retribution. Look, Amicia. I'm coming. Na, da sind wir mal gespannt, was es jetzt hier in der Kirche so gibt. By the way, das First-Kill-Erlebnis hier gerade eben schon jetzt glaubhafter als in Tomb Raider. The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. For Mommy and Daddy. Watch over them. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Okay, wir haben eine Skulptur. Upgrade. Ich weiß nicht, was eine Skulptur tut. Aber wahrscheinlich können wir sie werfen, oder? Checken wir mal. Nee, auch nicht. Vielleicht ein Sammelgegenstand? Was ist das, ein Geschenk? Oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to Mommy and Daddy? We'll do it together. Ein Rosenkranz eingesammelt. Ah, cool. Ach, kann das sein? Warte mal, Können wir mal kurz checken hier? Wie war denn das? Yes. Gifts. Geschenke. Ah, ist so viel Lore. Rosenkranz. Aus einfachen Materialien hergestellt dienen diese Halsketten als Gebetsunterstützung. Sie sind extrem weit verbreitet und dienen als ein Beleg für die unausweichliche Rolle der Religion in der Gesellschaft. Die Religion verspricht ihren Gläubigen, dass ihre Seelen gerettet werden. Sie bietet darüber hinaus Krankenhäuser mit entsprechendem Mobiliar an und zerteilt das Jahr mit Landmarken in Form von Bräuchen und Festen. Die Kirche jagt auch Heretiker, verdammt Gotteslästerer und in noch schwerwiegenderen Fällen exkommuniziert sie sie auch und nimmt ihnen somit das Recht auf ihren Glauben und isoliert sie von der Gemeinschaft. Ja, Excommunicatio, das war im Mittelalter eher sowas, was man nicht unbedingt abbekommen wollte. Äh.
Haben wir schon irgendwas genau? Wir haben 2 Wasser und 2 Dingies. Ich glaube, das waren Sculptures? Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Also auf jeden Fall das, was wir da gerade aufgenommen hatten. Okay. Ich hoffe, hoffe, dass sie es mit dem ganzen Crafting-Quatsch nicht übertreiben. Not a fan. In vielen Fällen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles. So scheint es zumindest. Gucken wir uns mal den Altar an. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Oh. Zu diesem Zeitpunkt, also wenn wir es mal mit Tomb Raider, dem ersten Teil des Rebootes, vergleichen, in der Zeit, die jetzt vergangen ist, seit Amicia ihren ersten Menschen getötet hatte, ist Lara bereits in das Blut ihrer Feinde gebadet und wie eine Wahnsinnige schlachtet sie irgendwie die halbe Insel ab. Da scheint mir das ja etwas glaubhafter. Okay. Ein kurzes Gebet. Ah. A barricade. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Tja, aber so wirklich weiterbringt uns das erstmal auch nicht. Haben wir hier irgendwo noch eine Möglichkeit, irgendwas zu machen? Ah, das ist eine Leiter, stimmt. Hey, look! There's a broken window and a ladder! Could be our way out. Climb up! I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Children! What are you doing here? Father! We need help! Leave! It's dangerous! You have no business being here! Wait! Please! It's important! We should go and talk to him. Mein Gott, das ist ein ganz besonders unfreundlicher Landstrich hier. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Oh, das muss ja eine tolle Party gewesen sein. Was ist das? Ach, Sulfur. Ah, my bad. Schwefel. Oh, ist das hier ein Tagebuch? Ah, ne, ein Stück Stoff. Hm, schätze mal, das werden wir alles zum Upgraden benutzen. Ah, die Lichteffekte sind schon Hammer. Der Staub, der so langsam... I know that smell. Hugo? Hugo, was geht ab? Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Die guten Heilkräuter. Oh, alles zerrissen hier. Und verflucht wenig Mönche. Irgendwie so direkt vor Ort. Da sehen wir was blunzen. Oh. Salpeter. Ja. Flowers. They're so pretty. Hübsches Blümchen. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you, and it's pretty too. Oh, all right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. Oh, artiger kleiner Wicht. Ja gut. Er sieht ja auch irgendwie nicht aus wie der reguläre Friedhof. Und es sind bei genauer Betrachtung derer einige. Erklärt zumindest den Mangel an handfesten Mönchen. Mal hier. 3 Steine. Und noch ein bisschen Stoff. Mit der Nelke im Haar. Eine Kordel. Und noch ein bisschen Schwefel. Hey,
Dieser unfreundliche Mönchmann. Father. You again. I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Durun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the Three Saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but after that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Schön erstmal durch die Krypta wandern. Above all, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Brother Morel. Stay here. Brother Morel. Brother? What is the matter? Father? Oha. No. Okay. You can't stay close to me. They ate him, Amicia. They ate him. Where did they come from? How can there be so many of them? Protect us. They're everywhere. The light. They're scared of the light. Oh, wie sie übereinander. Ey, ich hab tatsächlich mit Ratten per Definition kein Problem, aber das sind ein bisschen arg viele. Brother, we're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please! Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. Beispielsweise eine Fackel auf der anderen Seite, aber... I'll give you a hand. Right. Okay, aber ganz schnell. Wir können sie nicht nehmen. Unschön.
Oh. I don't understand why there are so many of them. Fire. We need some fire. Okay. The wood will burn quickly. We have to hurry. Jetzt haben wir nur noch ein Stück Holz. Go away! Duke, go away! Calm down, Hugo. The light will protect us, alright? Alright. Okay, hier darf es jetzt gerade mal unter... So that's their plague. Rats. The priest spoke of a way out through the crypt. Amicia, the three statues. The crypt of the three saints. It's the exit the father spoke of. Now we have to find another way. Okay, hier trauen sie... Aber einzeln sind sie... Kleine Scheißteile. Go on, climb up. Okay, kleinere Stocker vereinzelt, aber das ist wirklich beeindruckend, wie es da wuselt. Der nächste Mönch, den es gelegt hat. Yay. Up there, Amicia. I should be able to knock it down. Und weg damit. They've eaten them all. Try not to look. We can't do anything for them now. It's horrible. I know. Come on. Okay, hier ist ein Türchen. So ist sie, ungeschön. Ist da irgendwie was vor? Nee, nur ein Ring. Okay. Oh, mehr Viecher. You go first. Alright. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also die Frage, die sie gestellt haben, wie können das nur so viele sein, die kann man tatsächlich auch technisch gesehen stellen. An einigen Stellen sehen wir natürlich, sie haben eine etwas reduzierte Animation. Manchmal poppen sie auch einfach so ein bisschen vor und zurück. Aber im Großen und Ganzen, alter Falter, das Gewusel, Respekt. Nebenbei immer schön Crafting-Stuff sammeln. Einmal Leder, das ist gut. So. Ah, da können wir was runterfeuern. Und weg damit. Right, we'll pass at the same time. Da bauen wir jetzt hin und her, dann müssen wir da quasi mitlaufen. I'll go first. Yes. Okay, und rein. Und schön mitlaufen. Ah, sie kommen näher. They're making too much noise. Too much noise. Hugo, calm down. Oh, war es das jetzt wenigstens? Oh, hier können wir basteln. Ein Tool. Einmal Fabric. Mal schnell gucken. Wir könnten unsere Taschen erweitern. Und sonst nicht so viel. Mehr Materialien mit uns rumschleppen, das halte ich für sinnvoll. Das wollen wir vermutlich haben. Ich hasse es, Sachen zurücklassen zu müssen. This should make things a little easier. Okay, super. Aber genug dazu, weiter geht die Reise. No rats. Oh no! No! Into the night, quickly! I don't see any torches. How can we? What are we going to do? Was ist das da? Sein Sack. That seems to keep them busy. Are you sure? Another ham should be enough. Schnell ein weiteres Stück Schinken. Come on. Okay, und ab geht die Reise, während sie da den Schinken kannibalisieren. Hungrige Volk. Und rüber, kleiner Mann. Drei Heilige? Wo, was? We're getting closer to the way out. Ja. Alright, let's be careful. Noch mehr Nagelfiecher.
Alkohol. Right, Plan. Wir können auf den Tisch laufen. We'll be safe if we go that way. Sagt wer? Don't fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Schön festhalten jetzt, kein Unfug. Und noch ein Stückchen Schinken. Okay, cool. Und runter. The torch. There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Okay, dann habe ich jetzt was falsch gemacht, offensichtlich. Und ab, kleiner Mann. It's heavy. Hugo, hurry up. Come on. Oh, no. Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misia, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Very good. Oh, die sind auch sehr nah. Ei, ei. Fuck, fuck, fuck. There's a hole. Do you want the torch? Yes. There are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. No. Macht euch vom Acker hier. Ich will euren Loot. Okay, die verbrennen regelrecht, wenn sie... Was sind das für Dämonenratten? Hier, guck mal, bam, 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 bam. Huh. Entweder eine Limitierung der Engine. Aber so ganz normal kommen die mir eh nicht vor. Brennet. Kreaturen der Finsternis. Jetzt aber genug hier. Kleine Hugo wartet. Quick now. Oh, no, no, no. Hugo! What's going on? Hugo, talk to me! Come on, come on! Okay, und maintenant? Haben wir irgendwas, was wir... Wir haben wirklich Bock auf uns, Ach. Wie schön aus der Latrine hier. Verdammt, jetzt habe ich zu lange damit gebraucht, mich daran zu erinnern, wie man sich nochmal duckte. Holen wir uns mal lieber noch eine neue und dann geht's ab. Ja,
Hugo, are you all right? There were rats. I ran to the light. Did they bite you? No, I found a ladder, but there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Calm down, Alicia. He's fine. You're fine. Stay focused. Hugo, I have to get him down here. Okay, das ist der Ausgang. Schnell neue... Naja, Fackel kann man es nicht nennen. Holzstock. Brennender Holzstock. Läuft. These twigs burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. Haben wir irgendwo was, was war? Ja, haben wir. Okay, super. Und weg. Holen wir uns hier schön die Laterne runter. Du brennst nicht, warum brennst du nicht? Wie die ganzen angeknusperten. Sehr gut. Perfect. Thank you. Nice. Nützlicher kleiner Bruderwicht. Das ist schon wirklich geil, Leute. Heieieiei. Shouldn't have left you alone. It's too risky. That's all right. Leder und Alkohol. Brennet. Oh. Unser Zweig geht aus. Safe. Okay, hoffentlich haben wir es jetzt. Und Abflug. The crypt. Oh, thank you. We can get out of here now. Yes, far, far away. Bisschen Cordula. Aber wir haben noch nicht genug Stuff. Na gut. Go ahead. I'm right behind you. Of course. Oh, what's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Natürlich ist die Krypta auch voll mit den Teilen. What's that stuff on the walls? I don't know. Oh, Der zipscht. They did that. You think so? Yes, we're in their nest. So, they're going to be even more angry? Wedeln wir so vor uns her? Yes, yeah. You mustn't touch the walls. Yeah. It's burning my throat.
Over there! Light! With her! We're there, Hugo! Run, Hugo! Run! Oh. Nein, 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 nein! Hey! We did it! We did it! We did it! We. Amicia, I want to see Mommy. I don't want her to be dead. Hugo. I want her to come back. Amicia, so we'll never be able to go back home? No, it's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Come on. Ey, sie schaffen es aber auch jedes. Up there, a windmill. Is that Laurentius' farm? I hope so. I've never seen a real windmill. If we're careful, you'll be seeing one very soon. Okay, Hashtag Real Talk. Kann mir irgendeiner erklären, was der Vorteil sein soll von einer Open World im Vergleich zu sowas hier? Also, ich meine, gut, The Witcher 3 hat gezeigt, dass an vielen Stellen diese Dualität zwischen Open-World-Design mit nicht so viel Designarbeit in der Optik versus eine gut designte Hallway quasi, dass das nicht unbedingt immer der Fall sein muss. Also bei The Witcher 3 haben sie es halt einfach geschafft, oft genug auch über die Landschaften eine entsprechende Atmosphäre aufzubauen. Aber ich meine, was sich ja schon angedeutet hat, sehen wir ja auch, also die meisten Level sind eigentlich relativ schnurgerade. Ich kann nicht von mir behaupten, dass das einen Unterschied machen würde oder dass mich das irgendwie stören würde, weil das gibt den Designern natürlich die Gelegenheit, die gesamte Reise also wirklich durchzuplanen, auch wann sehen wir was und dann halt einfach sowas hier hin zu basteln, ohne halt eine komplette gigantische Welt A ausmodellieren zu müssen, B so bauen zu müssen, dass sie von möglichst vielen Standpunkten, von denen wir uns nähern können, einem bestimmten Ort, dann immer ausreichend hübsch ausschaut. Und naja, da geht's ja meistens. Ist das. Sag ich ja. We better keep going if we want to get there before nightfall. Damit hast du natürlich vollständig recht. Tut mir leid, Amicia, ich hab mich von der Landschaft ablenken lassen. Ich finde es. Oh, wir können da ans Ufer gehen. Ich raste aus jetzt. Das ist ein alter Steg. Morsch. Das ist. Hey, Hugo, where are you going? Oh, bubbles! Look at the bubbles! Fucking bubbles! Yes, Hugo. What is it? It could be a fish, a frog, I really don't know. We don't have time for this right now. Come on. But I've never seen a real frog. Ha, Mist. Ah. Ja, was soll ich sagen? Also ich meine, wenn man wie bei The Witcher 3 eine Open World geboten bekommt, die so ausschaut, umso besser. Aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen Open World gelöt und sowas hier, wenn es das nicht in Personalunion gibt, ganz ehrlich, dann nehme ich das hier jederzeit. Amicia,
Amicia, look. It's one of the men that attacked the house. The Inquisition. They're here. Und so viel zum Thema schöner Ausblick. Haben wir hier... Ja. Eingeweide Ernie. Schon halb von der Krähen aufgeknuspert. Ah, okay, da drüben ist ein Dorf. Hey. Gucken wir erstmal kurz hier rüber. The Shrubbery. The Shrubbery holds no secrets. Okay, was genau kuckelt hier? Someone came here to read a book. Blood. What happened? I don't know, but it didn't end well. Perhaps there were rats. Noch mehr Schwefel. Es kann doch nicht so lange her sein. Das Feuer kuckelt noch. Ja, und wenn also einer von der Inquisition so angeknuspert ist, dann müssen wir einfach mal vermuten, dass das eventuell dann auch die Ratten waren. Was aber ein bisschen uncool ist, weil bisher waren die Ratten eher so untergründig. How did they do that? They're only fucking animals. Do I look like a rat? How should I know? Well, I say we'll never get rid of these nests using stupid lime. Whatever happens, we have to get out of here before the sun goes down. They like the dark. So back to business. A bug to business. Ja, das sind die Gastier-Menschen. Nutze metallene Objekte in deiner Umgebung, um die Aufmerksamkeit der Gegner abzulenken. Nehmen wir einen Stein. Wir nehmen den Stein. Können wir es mal klonken lassen. I did hear something over there. Wenn wir jetzt gehen, sieht er uns bestimmt. Vielleicht müssen wir dann vorbeirutschen, während er wieder zurückläuft. So wie wir es bei Muttern gelernt haben. Nothing. Und ab. Oh, hoffentlich war ich nicht zu spät. Woo! Alright. Da sind noch mehr Gits. Amicia, look. There's a bridge that leads to the farm. Yoink. What a waste of time. The Grand Inquisitor should just tell us what he really wants from us. Okay, da haben wir jetzt den guten Topf eingesammelt. Dann werfen wir also mal Töpfle. What's all that noise? If you bring the heat, we bring the noise. That should do it. With that and the second barricade, no one will ever get through. I'm going to the bridge. The cart will be back with the other barricades. Whew. We are trapped. Uncool. There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. That noise. Better go see what it was. Come on, I'm going. Und ab dafür, kleiner Mann. Yeah. Nothing to report. Yes, now it's my turn. Gucken, ob wir ihn nochmal natzen können. Again? I've got to know for sure. Ja, guck mal ganz genau nach. Und hüpf. Sauber. Well done.
Still nothing. Nothing at all. Alright, let's forget it. Okay, wir können maximal einen Topf mit uns führen. Oh. Der Speermann. Der Speermann guckt auch dusselig in unsere Richtung. Okay, vielleicht können wir den werfen, dann schnell den zweiten Topf ziehen. Hol's dir, Tiger. Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht um. Oh no, they blocked off the farm. Tell Lord Nicholas that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. And what are we looking for exactly? A 5-year-old kid. Hugo de Roon. Brown hair, blue eyes. He's are you talking about sister. Me? Lord Nicholas wants him alive. Shh. Usual. Captain of the Purple Guard wanting them alive? Very important, I was told. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor himself. So keep your eyes peeled. Okay, und nun? Können wir hier... Geht das? Lasst ihr uns... Oh, das ist unangenehm knapp. Aber läuft. Zur Stadt kommen wir nicht. Nein. Senior Nicholas, hä? Das vielleicht unser Chaos Lord war, den wir in der Intro-Sequenz gesehen haben. Ah, guck mal, hier ist so ein Rattenmount. Careful, there's a garden there. Yes. Yep. Und sie patrouilliert lustig. Patrouillenbert. Die Frage ist... Okay. Wo müssen wir hin und wo... Da wollen wir hin? Warte mal. Wir müssen das Ding so werfen, dass es... möglichst nah an ihm dran ist. Da kriegen wir hin. I thought I heard someone. I'll be right back. Stay alert. Okay. Das sieht gut aus. Go on. Slowly. Ich hoffe mal, die Anwesenheit einer Werkbank zeigt uns an, dass wir vorerst safe sind. Was können wir machen? Wir können unsere Pouch erhöhen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Wir können unsere Munitionstasche aufbessern. Ah, jetzt verstehe ich. Das, woran es immer gehakt hat, ist das Tool unten. Tja, Tool aufheben oder Munitionstasche oder die Genauigkeit für unsere Schüsse erhöhen. Beziehungsweise genauer gesagt nicht die Genauigkeit, sondern die Geschwindigkeit, mit der wir maximale Genauigkeit erreichen. Das heißt, wir können schneller, genauer schießen. Schwierig. Wir bräuchten noch ein Stück Stoff, dann könnten wir uns leiser machen, was vermutlich auch nice wäre. Schwierig. Ich sage, wir erhöhen mal unsere Munitionsvorräte. Ups, sorry. So gedrückt halten und dann ka-ching. Not bad. Not bad at all. Wäre ärgerlich, wenn wir ständig irgendwas liegen lassen müssen und uns dann irgendwann mal die Mumpe ausgeht. Amicia? What? What did I do? Why are they looking for me? You didn't do anything. It's... they're the ones who did something. If they catch us, will they hurt us? They are not going to catch us, all right? All right. So machen wir das.
Hey, kleiner Mann. Hugo? Hugo? Where are you? Oh, Hugo, it's not funny. Okay. Ooh, Hugo. Did I scare you? The Inquisition is here, Hugo. Do you want them to take you away? Don't ever do that again. All right. Sicherlich nicht der geeignetste Zeitpunkt. Aber wie gesagt, eine Junior dürfte wohl... Oh, Fuba. Schnell ab in die Weinstöcke. Die Frage ist, was tun wir? Erstmal ducken. Pickel die bitte jetzt nicht laut grunzen oder hier Action machen. Hey, Piggies, you should hide. It's dangerous. Deine Sorge ist recht lieb gemeint, aber ich glaube, die Schweinchen haben nichts zu befürchten, kleiner Mann. Oha, schön Action im Hühnerstall. Hauptsache, die Viecher halten halbwegs die Klappe. Loot. Sehe jetzt aber mal die Tür aufmachen. Und da sind Kerzen im Hühnerstall. Haben die Hühnchen angezündet, um eines Gockels zu gedenken, der von ihnen gegangen ist? Wir werden es niemals erfahren. Herr Wandersmann. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Okay, jetzt müssen wir wenigstens, wie es aussieht, wenn wir Gefahr laufen, entdeckt zu werden. Ich stelle mir die ganze Zeit auch ein bisschen die Frage, ob wir uns hier einfach mit der Schleuder durchknüppeln könnten, aber dann haben wir ja das Rüstungsproblem. Und da drüben blunzt was. Was mich sehr ärgert. Okay. Wenn es blunzt, so will ich's haben. Ah, ist nur Mumpe. Aber gut. Ne, das sind ein bisschen arg viele, wa? Ich fürchte, der Zeitpunkt wird sich nähern, an dem wir irgendwie entdeckt werden. Jupp. Warum immer hier eine Kiste ist? Salpeter haben wir schon voll. Okay. Sneaky, sneaky, sneak. What was that? Oh, 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 oh. What's that? Oh, no, 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 no. Fuck you. Können wir das irgendwie für uns nutzen? Na mal, wir werfen mal einen Topf. Nothing to report. Der mit dieser Topf war verschwendet.
Ergelich. What? Müssen wir da zwischen den Beeten durch, oder was? Okay. Jo. I heard what happened at Cemetery. Then... Hey! Look out! Fuck! Ich sag's noch! Wow! They do not fuck around! Und schon ein zweites Mal haben wir die Amis hier bitter enttäuscht und im Stich gelassen. Na, vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, an der Stelle die Folge 2 zu beenden. Und ich würde sogar vorschlagen, dass das vielleicht reichen könnte als Erstinspektion. Ich werde das Spiel jetzt auf jeden Fall weiterspielen, da gibt es gar keine zwei Meinungen dazu. Aber, wie gesagt, die Idee hinter der Erstinspektion ist ja tatsächlich eher mal so einen Einblick zu geben, so ein bisschen in den Anfang reinzuschauen, um ein Feeling dafür zu geben. Würde es sich lohnen, da noch reinzugucken? Sich das vielleicht selber zu organisieren? Die Arbeit der Entwickler zu entlohnen? Vielleicht auch nicht nur für 2 von ihr 11 aus dem Steam Summer Sale in 5 Jahren? Meine persönliche Meinung, auf jeden Fall. Es ist so, da hatte ich mich schon mal informiert, dieses Spiel hat insgesamt 17 Kapitel. Wir sind jetzt, glaube ich, ja in Kapitel 4. Also ungefähr vielleicht, wenn wir so 20% des Spiels jetzt gesehen haben, das ist, glaube ich, für den Ersteindruck auf jeden Fall aussagekräftig. Bei How Long to Beat, dieser Webseite, in der man angeben kann, wie lange man gebraucht hat, um ein Spiel durchzuspielen, wird der Durchschnitt für einen Spieldurchgang Hauptstory mit 10 Stunden angegeben. Das erscheint mir durchaus realistisch. Und auch wenn es da auch wiederum nicht mit einem AAA Open World Titel mithalten kann, was so die Time to Completion angeht, die liegen ja meistens dann eher zwischen 30 oder ja, sogar 120 Stunden. Muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, reine Zahlen, die größer sind, helfen vermutlich nicht allen Leuten weiter. Im Gegensatz zu früher, wo das tatsächlich eher so ein Faktor war. Man war jung, man hatte wenig Geld und viel wichtiger als das, ich meine auch heute gibt es Leute, die Videospiele spielen, jung sind und noch nicht ganz so viel Kohle haben. Viel wichtiger ist allerdings, damals gab es auch noch nicht so die ganz große Auswahl. Und ich glaube halt, inzwischen ist es wesentlich wichtiger geworden, was man für sein Geld tatsächlich erhält. Wie viel Bang for a Buck man bekommt, wie man im Englischen so schön sagt. Also mal metaphernfrei ins Rheindeutsche übersetzt, wie viel Spielspaß aus wie viel Zeit heraus purzelt. Weil es bringt mir nichts, wenn ich wie bei Dragon Age Inquisition ein Spiel habe, was wirklich für 30, vielleicht sogar 40 Stunden so perfekten Spielspaß bietet und die verteilen sich aber auf 120 Stunden. Dazwischen müssen ja dann automatisch Lücken entstehen. Lücken, in denen man nur dusselig durch die Gegend dönert und irgendwie dämliche Fetch-Quests durchführt, die halt eben nicht spannend sind, die eher langweilen, die Busywork sind. So, von der Warte her, einfach nur eine möglichst große Zahl aufs Cover schreiben zu können, bringt einen, glaube ich, am Ende des Tages als Spieler auch nicht unendlich viel weiter. Und ja, mit 10 Stunden, vor allen Dingen, wenn es weiter eine so perfekte Mischung hat aus Dingen, die passieren, seien es kleine zwischenmenschliche Sachen zwischen Hugo und Amicia oder auch plotrelevante Sachen, dann halt in schöner Regelmäßigkeit irgendwelche wirklich schönen Landschaftsanblicke oder irgendwelche architektonischen Besonderheiten, wo man gerne mal hinguckt. Ich bin heidengespannt, wie die ganze Nummer hier ausgeht. Das ist ja so bei, sagen wir mal, bei Katastrophen-Stories ist ja mal so die große Frage, worauf wird das hinauslaufen für unsere beiden Protagonisten in dieser von der Pest und scheinbar übernatürlichen Ratten heimgesuchten Welt? Wie könnte da ein mögliches Happy End aussehen oder überhaupt ein Ending? Ich will das auf jeden Fall wissen und werde mir das jetzt in den nächsten Tagen auch mal ganz entspannt anschauen. Wie gesagt, die Treue-Report-Erstinspektion endet jetzt hier an dieser Stelle. Ich glaube aber, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bereue zum jetzigen Zeitpunkt die da rein investierten 45 Euro knapp. Bereue ich jetzt schon nicht mehr. Da habe ich schon ausreichend Gegenwert bekommen und die Versprechung lautet ganz klar auf noch mehr davon. Also wenn ihr euch so ein bisschen erwärmen könnt für solche Geschichten und keine zu großen Bauchschmerzen damit habt, dass es seiner Herkunft geschuldet am Ende des Tages nochmal ein Ticken linearer ist jetzt als beispielsweise ein God of War, was ja ein durchaus ähnliches Feeling hat. Dann greift da auf jeden Fall zu. Ich denke, da kann man richtig gut was rausholen. Letzte Beobachtung, die ich tatsächlich gemacht habe, die vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal so ein bisschen einen Hinweis auf die Richtung geben kann. Es fühlt sich tatsächlich in vielerlei Hinsicht an wie ein etwas moderneres, wenngleich auch von einem etwas kleineren Studio gemachtes Last of Us. Also Last of Us ebenso wie God of War, deshalb fallen mir die beiden auch ein. Das sind ja die berühmt-berüchtigten Dead-Simulatoren. Also wo wir eine meist etwas ältere männliche Person spielen, die irgendwie auf ihr Kind oder ein Kind, wie auch immer, aufpassen müssen.
Und hier sind wir ja auch, spielen wir die ältere Person in einem Zweiergespann, allerdings diesmal eine weibliche Person, die halt bei weitem nicht so wehrhaft ist wie beispielsweise Joel oder eben Kratos. Aber das macht auch durchaus den Reiz aus. Und was so die Linearität angeht, muss ich sagen, erinnert es mich schon sehr an The Last of Us. Ohne allerdings bisher irgendwelche Passagen drin gehabt zu haben, wie The Last of Us dann sehr früh gebracht hatte, mit so gewissen Klicker-Rätseln, die mir dann doch ziemlich grob auf den Zeiger gefallen sind. Solche Sachen gab es hier bisher noch nicht. Also, wer Spaß an Last of Us gehabt hat, rein auch Gameplay-Mechanik und wie das Ganze abgelaufen ist, auch da sei eine Empfehlung ausgesprochen. Gut, das soll es jetzt an der Stelle aber erstmal von mir sein. Ganz vielen lieben Dank, dass ihr zusammen mit mir mal in dieses Spielchen reingeschaut habt. Vielleicht hat es euch ja dann doch zum Kauf inspiriert oder zumindest dazu, das Ding mal so im erweiterten Gedächtnis zu halten. Ja, wenn ihr Lust haben solltet auf ein paar mehr Erstinspektionen, die immer mal wieder zwischen eingestreut sind, lasst es mich wissen. Ich mache das an sich. Es ist mal jetzt eine ganz nette Abwechslung zu den Restefestessen-Geschichten und auch den Soulspawn-Lore-Throughs. Also wenn das gerade hier interessant war, selbst wenn vielleicht sogar das Spiel am Ende des Tages nicht ganz euren Geschmack getroffen hat, aber wenn ich sowas häufiger mal machen soll, dann lasst mich einfach wissen auf den üblichen Kanälen, Kommentare oder die meisten Zuschauer kennen mich ja eh, dann könnt ihr mir auch mal beim Bier zustecken die Info und ja, dann lässt sich da sicherlich was einrichten. Alright, bis zum nächsten Mal, in welcher Form auch immer, vermute ich dann erstmal wieder mit ganz regulär dem Restefestessen. Bis dahin, wie immer, lasst es euch gut gehen. Und bis denn. Hihihi.